Leben lässt es sich gut im Wesertor. Der zweitjüngste Stadtteil Kassels setzt auf Naturerlebnisse an der Fulda, auf zahlreiche Sozial- und Freizeitangebote für alle Altersgruppen und auf eine gute Nachbarschaft. Der Stadtteil Wesertor ist einer der Stadtteile in Kassel, die direkt am Wasser liegen. Das ist eine besondere Eigenschaft und die nicht allzu viele Stadtteile haben. Und der Stadtteil Wesertor kann diese Eigenschaft jetzt in besonderem Maße nutzen, weil er nämlich eine riesen Grünfläche direkt am Wasser erschließt. In der Verbindung, was alles an Projekten im Moment hier im Wesertor passiert, von dem Freestyle, Rote Rübe, also all diese Sachen und diese Verbindungen, das ist das, wo ich das Wesertor im Moment von meiner Seite her wahrnehme. Und heute können wir den Weg eröffnen vom Finkenherd über den Katzensprung mit den Freianlagen, die schon immer da waren, und dann über die Gerberhäuser hier rüber an die Bleichwiesen, die bisher in keiner Weise erschlossen waren, mit Ausnahme des Kinderbauernhofes, der vor einigen Jahren angefangen hat, diesen wunderbaren Ort mit sozialem Engagement und tollem Erlebnis für Kinder zu aktivieren. Ich sage Ihnen ein herzliches Willkommen. Es ist ein wunderbares Haus geworden, ein Haus, das energetisch saniert ist, das funktional eingerichtet ist und einen, wie ich finde, großen Charme besitzt und ausstrahlt und etwas ist, was im Stadtteil, da bin ich sehr sicher, auf große Zustimmung und Nutzung stößt. Musik.